Ein Hauch vom Endspiel weht durch die Sportanlage Halmstetten. Dabei sind wir erst im Achtelfinale des bayerischen Zotto-Pokals, der SV Türkgücü München. Der dritte der Regionalliga Bayern trifft auf die Spielvereinigung Unterhaching. Die belegen aktuell den vierten Rang in Liga 3. Und das Ganze vor einer atemberaubenden Kulisse von 1559 Zuschauern. Und aufgrund des großen Andrangs konnte die Partie dann eben auch erst 11 Minuten später starten. Dann legte sie aber gleich richtig los. Das ist Türkgücü mit Kapitän Yasin Yilmaz gegen 2. Gar kein Problem. Kurze Körpertäuschung und die erste gute Gelegenheit für die Gastgeber. Dann riss Haching aber das Spiel mehr und mehr an sich. Ball auf die rechte Seite, in die Mitte und Stefan Menzer mit der ersten Halbchance der Partie für die Gäste, die dann mehr und mehr dominant agierten. Mit schnellen vertikalen Pässen, so konnte man mit viel Geschwindigkeit das Mittelfeld überspielen. Die nächste gute Möglichkeit, der Ball fällt auf die Latte und der Schuss kam von Stefan Heim. Wir schreiben die 22. Minute. Der Pass von Torwart Flückiger auch nur so semi-präzise. Und unser Haching weiß das auszuspielen. Das ist Hufnagel mit dem wunderbaren Ball in den Fuß von Jim Patrick Müller. Und der netzt ein zum 0:1. 22 Minuten gespielt und der Favorit geht, muss man sagen, unterm Strich verdient in Führung. Die Vorarbeit von Hufnagel ist extra klasse. Und erst dann erwachte Türkgücü in einer ansonsten bislang eher harmlosen ersten Halbzeit diese Möglichkeit. Wenn was ging, dann über Kapitän Yasin Yilmaz. Zweite Möglichkeit für ihn. Es fehlt so ein bisschen das Glück. Sie wurden aber bissiger. Das ist Rebihic auf Dominik Weiß in die Arme von Keeper Steve Kroll. Und eine haben wir noch. Das ist wieder der auffällige Benedikt Kirsch mit der Vorarbeit in Richtung Mario Erb. Und der scheitert vor dem Tor am Keeper Steve Kroll. Der Klassenunterschied war mittlerweile dahin, weil Türkgücü sich zurückkämpfte. Aber dann nochmal die Hachinger über Lukas Hufnagel. Der ist unbedrängt in der Halbdistanz und hat somit Platz, den aufs Tor zu bringen. Guter Schuss, noch besser die Parade von Franco Flückiger. Ganz im Allgemeinen sahen die gut gelaunten Fans auf der Sportanlage Halmstetten zwei zur Extraklasse aufgelegten Torhüter. Wir sind in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs und das ist nochmal die Spielvereinigung Unterhaching mit Lukas Hufnagel und mit dem nächsten richtig guten Lupfer und mit dem 0:2. 45. Spielminute, Lukas Hufnagel mit dem Ausbau der Führung und mit dem nächsten richtig guten Tor. Er streichelt den Ball über Flückiger hinweg ins Netz zum 0:2. Pausenstart. Durchgang 2. Ab geht die Fahrt, denn Türkgücü, von ihren eigenen frenetischen Fans angefeuert, wurde allmählich mutiger. Allein diese Flanke ist schon nicht ungefährlich. Steve Kroll entschärft. Anschließende Ecke, die ist gut. Marco Holz mit dem Kopfball und einmal mehr ist Steve Kroll zur Stelle. Türkgücü aber jetzt engagierter, mutiger, auch besser in den Zweikämpfen. Das sehen wir hier in dieser Situation und das gibt dann auch mal gute Umschaltmöglichkeiten. Benedikt Kirsch auf Thomas Haas. Thomas Haas mit der Möglichkeit und wieder ist dieser Steve Kroll zur Stelle. Das ist heute an diesem Abend keine Einmannmauer, das ist eine Einmannfestung da hinten und nur so konnte Unterhaching hier beim 0:2 stehen bleiben. 78. Minute mittlerweile, der Ball eigentlich ungefährlich, aber dann entgleitet dem so starken Steve Kroll dieser Ball zwischen den Händen und auf einmal steht es nur noch 1:2 und noch 12 Minuten zu gehen. Stefan Wächter, der Torschütze, und so sieht Hoffnung aus. Steve Kroll, das hat was von Tragik, so stark bislang in diesem Spiel. Und dann kommt so ein Tor. Und jetzt explodiert die Bude hier. Und wir sind bereits in der 90. Minute. Nochmal ein langer Ball von Holz. Flanke in den Rückraum. Und da ist Benedikt Kirsch mit dem 2:2. 90. Minute.
Türkgücü ist back. Und was geht in diesem Stadion hier ab? Heimstetten klingt auf einmal wie Anfield. Benedikt Kirsch aus dem Rückraum zum 2:2. Aber Achtung, dieser Thriller schreibt noch ein weiteres Kapitel. Müller, der Ball abgefällt, knapp links am Kasten. Vorbei. Anschließende Ecke. Alles wartet auf den Ball und er kommt richtig gut. Er kommt auf Paul Grauschopf und er macht das 2:3. Der Schiedsrichter pfeift ab. Und Unterhaching steht mit dem letzten Atemzug dieser verrückten, dieser wahnsinnigen Partie im Viertelfinale des Bayerischen Toto-Pokals. Ein Spiel für die Geschichtsbücher, ein Spiel mit Werbung für diesen Wettbewerb. Haching ist weiter und das ist die Stimme zum Spiel.